Gesunde Klauen sind eine Grundvoraussetzung für das Wohlbefinden von Schafen und Ziegen. Die Klauenpflege ergänzt den natürlichen Abrieb der Klaue und unterstützt die korrekte Klauenstellung. Eine regelmäßige Kontrolle und Klauenpflege ist daher unerlässlich. Die Häufigkeit der Klauenpflege ist abhängig vom Klauenabrieb, also vom Boden, auf dem sich die Tiere bewegen. Tiere in Stallhaltung benötigen häufig Klauenpflege, da das Klauenwachstum stärker ist als der Abrieb. Bei weicher Einstreu oder gut bewachsenem Weideboden ist eine Klauenpflege alle 2 bis 3 Monate sinnvoll. Tiere auf befestigten Auslaufflächen oder steinigen und alpinen Weiden haben durch den harten Untergrund einen starken Klauenabrieb. Somit reicht meist eine zweimalige Klauenpflege pro Jahr aus. Die Klauenpflege sollte nach Möglichkeit nicht unmittelbar vor dem Weideaustrieb, Almauftrieb oder Zuchtschauen durchgeführt werden. Bei Anzeichen von Schmerzen oder Lahmheit sind die Klauen jedoch umgehend zu kontrollieren und zu pflegen. Der Erfolg der Behandlung muss im Nachhinein kontrolliert werden. Geeignete Werkzeuge für die Klauenpflege sind scharfe Klauenscheren in unterschiedlichen Ausführungen sowie Klauenmesser, die gut in der Hand liegen. Ebenso muss ein Desinfektionsmittel bereitgestellt werden. Die Werkzeuge müssen für den Einsatz sauber und desinfiziert sein. Aus Gründen der Sicherheit für Mensch und Tier müssen Schafe und Ziegen bei der Klauenpflege fixiert werden. Schafe können, wie bei der Schur, umgesetzt und somit in eine sitzende Position gebracht werden. Dies ist vor allem bei Einzeltieren oder in kleinen Herden empfohlen. Um die Klauenpflege einfacher und schonender zu gestalten, sollten bei höheren Stückzahlen Fixiereinrichtungen verwendet werden, beispielsweise eine Schafwippe oder ein Klauenpflegestand. Der Klauenpflegestand kann mit einem Treibgang kombiniert werden, um den Nachschub der Tiere zu erleichtern. Zum Schneiden der Klauen werden die Schafe auf den Rücken gelegt, was im Klauenpflegestand halbautomatisch erfolgt. Es ist wichtig, die Klauenpflege möglichst rasch durchzuführen, um die Tiere schnellstmöglich wieder in eine aufrechte Position zu bringen. Bei Ziegen kann die Klauenpflege auch im Stehen erfolgen, indem die Beine einzeln angehoben werden. Die Fixierung der Ziege durch einen Helfer oder durch Anbinden erleichtert die Klauenpflege. Als Paarhufer besitzen Schafe und Ziegen 2 Zehen pro Gliedmaße. Diese sind durch Zwischenzehenbänder verbunden und bestehen aus einer Innen- und einer Außenklaue. Die einzelne Klaue besteht aus dem Ballen, der Sohle, einer äußeren Klauenwand und einer inneren Klauenwand. Die äußere Klauenwand wächst meist stärker, als sie sich abnutzen kann. Deshalb wächst das überschüssige Horn über die Sohle nach innen. Die weiße Linie bildet den Übergang von der Sohle zur Hornwand. Bei der Klauenpflege wird die Klaue von Stroh oder Erdmaterial gereinigt. Anschließend wird mit der Klauenzange die überstehende Klauenwand auf das Niveau der Sohle gekürzt. Der Schnitt erfolgt dabei immer parallel zur Sohle. Danach wird die Spitze gekürzt und abgerundet. Mit dem Klauenmesser erfolgt der Feinschnitt parallel zur Sohle, damit dem Schaf oder der Ziege ein gerades Auftreten ermöglicht wird. Die Klauenwand muss von vorne bis hinten Bodenkontakt haben und darf auf keiner Stelle schweben. Die richtige Klauenlänge erkennt man daran, dass die weiße Linie parallel zur Klauenwand verlaufend sichtbar wird. Sohle und Ballen werden beim Pflegeschnitt nicht gekürzt. Die Schnittreste der Klauenpflege müssen gesammelt und entsorgt werden. Vor allem bei erkrankten Klauen ist auf eine gründliche Reinigung des Arbeitsplatzes zu achten.
Die Schnittreste erkrankter Klauen sind infektiös und sollten durch Verbrennen unschädlich gemacht werden. Abschließend wird der Zwischenklauenspalt auf eventuelle Entzündungen kontrolliert und loses, abstehendes Horn entfernt.